Und weiter geht's. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschung in meinem Mann. So, Travis. Was für ein Tag, was? War schon echt krass. Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Alles gut. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Schön zu hören. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Meiner Meinung nach grenzt es an ein Wunder, dass du noch lebst. Kate. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, durchnudeln. Dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich war auch albern. Hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch, wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. Ach, maximal Geld, Travis, maximal Geld. Gut. Schön, dass wir das auch geregelt haben. Bye, my friend. Goodbye. Können wir jetzt direkt abwischen. Wo war denn dieser Ausgang, den ich hatte? War der da unten drin? Ja, da ist er. Müssen wir noch freischließen, ne? Das ist doch jetzt total lecker, ne? Zack. Oh, komm. Ah! Yeah. Das wär's. So, morgen, beziehungsweise heute ist ja schon Freitag. Das ist schon mal nice. Ich nehme jetzt gerade wieder mitten in der Nacht auf. Es ist gleich kurz vor drei. Das ist die letzte Folge. Da muss ich echt schnell ins Bett. Ich morgen auch schon wieder mittelfrüh aufstehen muss. Aber ich kriege einfach im Moment diesen Rhythmus nicht hin, weil ich ja heute vorm Stream eingepennt bin und da schon wieder eineinhalb oder zwei Stunden gepennt habe. Ja, verschiebt sich wieder alles. Das ist scheiße. Da ist es echt kotbehaftet. So. Gut, die Travis-Geschichte ist abgeschlossen. Wir können also direkt heiter weitermachen und jetzt zum Beispiel ja, wir haben nur so... Also, wir machen einfach mal diesen goldenen Grashüpfer. Da kommen wir gar nicht hin. Ja. Dann haben wir nämlich schon einige Quests dezimiert. Das ist nice. Wir haben auch noch die Quest von dem Ghoul, der uns gesagt hat, wir sollen diese Pferdepuppe finden. Also, dieses irgendwelche Servos oder so für diese Pferdepuppe. Und dann sind diese ganzen Kleinigkeiten einfach schon mal weg und dann können wir mit den großen Sachen weitermachen. Also wenn ihr wollt mit einem DLC oder aber auch erstmal mit Dr. Amari, beziehungsweise, ja, das war's eigentlich. Andere Sachen gibt's, glaube ich, nicht. Wo führt uns denn die Hauptquest im Moment hin? Ja, Dr. Amari, das ist ja die Hauptquest oder halt DLCs, genau. Dreh dich. Ist schon ziemlich cool gemacht, oder? Schon ein nices Teil. Döner-Time. Ach komm. Alles klar, das war jetzt nicht so ultra nice, wie ich es mir vorgestellt habe mit dem Dönermesser. Es ist halt einfach sehr schwach. Also schwächer als das andere Ding. Habt ihr... Jetzt hat hier eine Pump, okay. Fändet ihr es schlimm, wenn ich das Dönermesser weglege? Wäre das arg schlimm? Der Zahn ist halt schon echt cranker. Da drüben müssen wir irgendwie rein. Warte mal. Ah, da können wir runter hier. Oh. Raider Abenteurer. Oh, krass. Okay, denk dran, wir haben jetzt auch auf schwer gestellt. Ja, moin, ja, moin. Wir kacken uns in vor. Da drüben. Auf sie. Ja. Okay, die haben schon. Also die. Kate. Achtung! Fuck, wir sind ja bei Autos, Kate. Denk dran, wir stehen hier bei Autos. Ist vielleicht ein bisschen. Ich möchte ein bisschen kritisch werden hier. Ja. Oh, scheiße, das war gerade eben echt ein Witz. Der Nate-Wurf. Habe ich noch Mollys? Kommen wir überhaupt durch? 37! Scheiße, komme ich jetzt nicht wieder zurück? Oh Gott, was war denn das? Ah, nur Hunde. Komm her. So. Ich hab mir nicht... Wo ist denn die Kate? Ist die jetzt down oder was? Haben die schon gelegt? Na
Das kann gut sein, das sind immerhin Ultra die Raider Schniedel. Liegt zu denken. Shit, ne? Ja, da liegt's herum. Hier. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach so mit meinem. Oh, guck mal. Die drücken schon gut rein, ne? Die drücken schon wirklich. Aber wisst ihr was? Wir haben ja Stinkpacks direkt hier auf dem. Oh fuck! Oh fuck! Alles klar. Da müssen wir ran, anders rangehen an die Sache. Jetzt, wo wir auf schwer spielen. Ich weiß nicht, ob wir es auf schwer lassen. Aber so. Ja, das andere schien dann doch einfach. Schien so einfach gewesen zu sein, oder? Wir wollen es doch so minimal durchbeißen. Du wirst doch einem Mädchen nicht machen, oder? Ich werde das finden. So. Bitteschön. Gönnt euch mal ein bisschen Flammen-Action. Oh Gott. Ja, scheiße, mein Bein. So, meine Dame. Ja. Hier nochmal ein Ding für euch, bitteschön. Wieder alle zur Seite dancen. Okay. Ja, so läuft es auch, fuck. Ja, so läuft es doch schon ganz gut, oder? Vielleicht nochmal hier ein Ding. Jetzt drücken wir uns hier nochmal einen Jet rein. Gehen erstmal auf den da. Oh. Ist da gerade echt jeder Schuss daneben gegangen? Wir distanzieren uns erstmal ein Stückchen. Bitteschön. Schnitz, Snitch, bitteschön. Ich brauche voll in den Kopf reingesteckt, ich bin so krass. Genau das liebe ich. Ja, mach mal den Kerl down. Er hat da direkt so eine Ultra-Wumme am Start, ne, der Kerl. Ich konnte jetzt das Zeug nicht braten, wir haben hier noch irgendwelches. Ja, ich schmeiß das einfach weg. Scheiß Fleisch. Wir müssen ja mit Stimpacks arbeiten. Und Nuka-Cola können wir auch noch ablegen später. Naja. Ich gehe jetzt wieder close ran. Werd hier auf Jet gehen wieder. Ja, das war jetzt dumm. Voll die Zeit verbraucht vom Jet. Boom, Bitch! Er hat eine ultra krasse Wumme. Niemand ist hier. Wer liegt denn da rum? So, und ein Vorschlaghammer. Füllt den Aktionspunkt beim kritischen. Pff. Also, ihr habt geschrieben, ich soll unbedingt einen Vorschlaghammer mitnehmen. Aber. Ich weiß nicht, warum. So, Kleidung. Ja, das kann man so lassen. Wer macht das hier? Plus 19, 11. Oh, das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht, das hier oben. Noch gegen Strahlung und sowas. Energie-Dingenskirchens. Sehr schön, sehr schön. Dann müssen wir halt dann noch die Taschen mit dazu machen. Die dürfen wir halt nicht vergessen. Ah, da unten drunter lag noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Da steht so ein Äffchen rum. Bye bye. Was das? Ja. So. Und jetzt ist doch die. Ah, sehr gut. Da können wir. Was für ein Kampf. Ich bin versteckt. Also. Hä? Achso, ja, ich muss da weggeschmissen. Okay. Passt. Eigentlich habe ich eine andere Quest ausgesucht. Aber gut, dass. Ah, da sind sie schon. Die fighten da auch schon. Also da komm, da gehen wir mal ganz kurz hin. Komm ich da. Was? Wer da sein, Geräusch? Wer da sein, hier ist niemand. Menschenangst. Ich hab deine Schniedelangst gebrochen. Das klingt sehr komisch. Das streichen wir mal direkt wieder. So. Ja, jetzt ist es doch vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller. Also das war doch irgendwie. Arg leicht, oder? Wie wir da durchgegangen sind durch die letzten paar Dinger. Möglicherweise müssen wir dann jetzt auch
leider nicht zerreißen. Muss dann sogar ein bisschen auf Essen wieder gehen. Oder halt auf das Wasser. Erinnert euch, ich hätte mir gesagt, Wasser schön ausbauen, damit wir... Oh fuck, 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 fuck. Der drückt rein. Ich weiß gar nicht, auf welcher Schwierigkeitsstufe ich damals gespielt habe auf der Xbox. Ich hätte schwören können, ich habe es gar nicht verändert. Wahrscheinlich ganz auf leicht oder auf normal. Und trotzdem habe ich irgendwie deutlich schwierigere Fights gehabt, wie die, die wir hier haben. Aber wahrscheinlich, weil ich auch irgendwie schneller vorangegangen bin oder so. Oder halt schneller an Orte kam, an denen ich nicht hätte sein sollen. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Krass, das zündet uns auch direkt an. Oha. Schmeiß erstmal eine Nate hoch. Oh Gott. Wow. Hey, wir fressen brutal. Wir fressen brutal stark. Um Gottes Willen. Die legen uns. Die legen uns. Oh, oh, hallo. Bye bye, Mutanten-Code-Sammler. So. Aber dann werden vielleicht auch die Materialien etwas wertvoller. Noch einer. So. Na, erstmal schön in das Haus geschossen. Verdammt nochmal. Ist immer voll ärgerlich, wenn das bei PUBG passiert. Wenn man einen abaimt und dann... Oh. Jetzt habe ich hier einen Molly in der Hand und keiner ist da. Kann ich ihn einfach wieder weglegen? Naja, scheiße. Wir haben ja eh so viel davon. Da liegt auch noch einer rum. Du sterben jetzt, Monsieur Supermutantenbiest. Peng, peng, peng. Ja, ah! Shit. Der Supermutantenhund klopft mich einfach. Habt ihr was zu naschen oder ein Bett oder so? Das war nämlich irgendwie krass. Wo ist denn die Kate? Da drüben läuft doch... Da steht auch jemand, ein Gunner. Ach du Kacke, ist ja alles voll. Ach, da oben seid ihr, ihr Pisser. Boom. Da hat sogar einer eine Rüstung an. Seit wann haben die Supermutanten Rüstungen an? Das geht doch gar nicht. Ist doch viel zu fett dafür, oder? Ach so, nee, es ist keine komplette krasse Überrüstung. So. 46. Holla, holla, holla. Ist jetzt weg? Ich weiß nicht, wo jetzt diese Supermutantenbiest ist. Es sieht so aus, als wenn es direkt vor uns wäre, von da auf der Karte her. Scheint es so. Oh Gott. Er zieht direkt seine Powerfist-Faust. Powerfist-Faust. Da kommt ein Hund. Der rennt aus dem... Ach, er hat mich noch gebissen. Komm mit, Kate, komm mit, komm mit, komm mit. Krass, jetzt... Also hier ist es wahrscheinlich auch auf der unteren Schwierigkeitsstufe gar nicht mal so einfach, weil so viel los ist. Kate, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Was können wir denn da oben erreichen? Können wir da besser snipen? Krass, hier ist ja alles... Was verfolgt uns? Ja, hier ist alles direkt... Oh Gott, ist der schon da? Der kloppt die Kate mit einer Ding. Mit dieser Hand. Mit der Ultra Power Faust. Die nehme ich auch mal mit. Die ist ziemlich cool. Und schon wieder muss ich mir ein Stinkpack reindrücken. Darf das wahr sein? Jetzt müssen wir aber echt gucken, dass wir dann Wasser und sowas mitnehmen, ne? Sonst werden nämlich die Stimpacks schnell leer. Wir haben hier, glaube ich, kein einziges Mal jetzt, also seitdem wir dieses Projekt hier machen, haben wir irgendwie Stimpack. Bedrängnis gehabt, Mangel. Aber jetzt könnte es echt so sein, dass das bald eintritt. Pinnacle Hochhaus. Ach du Scheiße. Okay. Ob die ihr hochfinden? Au. Verträgt direkt mehr das Ding. Komm her, komm her. Muni haben wir noch genug. Dann machen wir erstmal das Ding down. Scheiße.
Erst reißt sie den Spruch und dann scheiße. Was ist da passiert? Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Gott, voll die Orientierung verloren eben. Okay. Auch wieder weggeschnitzelt. Sehr schön, sehr schön. Jetzt geht's wieder los. Ja, jetzt geht's wieder los. Au. Ja. Oh Gott. Pff, zum Glück habe ich gespeichert. Holla die Waldfee. Das war nicht geplant, dass ich da runterfall. Der Superhammer ist ein raketenbetriebener Vorschlaghammer. Das ist schon krass. Von einer Rakete angetrieben. Psch. Crikey. Hier, jetzt aber. Peng. Oh Gott, das macht dem ja so gut wie gar keinen Damage. Ich habe immer noch 31 von denen, ne? Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Der frisst schon mal etwas weniger. So. Könnte man hier eigentlich... Oh, nein! Shit, aber jetzt bleibe ich hier. Jetzt haben wir uns hier schon reingeritten. Nein, nein. Ah, fuck. Kate, komm mal ran. Das ist kacke. Die Kate ist jetzt oben auf dem Dach. Und chillt sich da einen ab, ne? Ein weiteres Stinkpäckchen. Oh fuck, da ist ein Brahmin. Ich dachte kurz, das wäre eine Todeskralle oder sowas. Okay, passt auf. Ich gebe ihm einen Critical. So. Vielleicht direkt noch einen Treffer. Nein. So, jetzt rennt er erstmal. Wo ist die Snitch? Wo haben wir denn die Kate jetzt? Kommt die nicht mehr runter und hilft uns? Naja. Oh Gott, noch 20 Schuss. What the fuck? Dann müssen wir den jetzt halt mit dem Jet holen. So. Bye, bye. Ja! Boah! Alles klar, er ist einfach verpufft. So, Kampfgewehr haben wir eh schon. Er hat hier nochmal eine bessere Rüstung. Aber welche? Seht ihr? Ja. Okay. Wir gehen jetzt gleich zurück und verschachern dann den Kram. Oh shit, wie weit sind wir denn drüber? 312, fuck. Dann nehmen wir einfach... Was bringt nochmal... Buffout bringt nochmal mehr Stärke. So. Wir... Haben wir das jetzt hier irgendwie gefunden, dass wir uns hier hinbeamen können? Ja. Diesen Dingen-Square haben wir. Wir können noch kurz darüber gehen. Das müssen wir noch geschwind. Scheiß hier aufheben. Manchmal... Ich könnte schwören, hier ruckelt es manchmal. Merkt ihr das auch? Ich kann sagen, dass es hier in der Umgebung irgendwie ruckelt. Ich glaube, da musste man hier drum herum laufen. Was einem hier unmöglich gemacht wird. Doch da drüber. Hm. Deshalb brauchen wir hier dieses Buff-Out. Das ist wahrscheinlich gleich wieder weg. Ich will das noch kurz zur Teleportation nutzen. Wir könnten übrigens auch... Ding noch hochskillen. Wisst ihr, was wir auf jeden Fall noch skillen müssen? Das, dieses Trage... Dieses nicht vorhandene Tragevolumen fuckt mich eigentlich am meisten ab. Und das können wir... Super, hier ist zu. Und da ist... Oh Gott, wir müssen unter den Umweg gehen. Jetzt sind hier noch irgendwelche... Was ist jetzt los? Oh Gott, ist rum. Hallo. Müssen wir jetzt hier am Start sein? Sehr gut, die bekämpfen den Hund. So, komm. Na also. Ja, wir können skilltechnisch eigentlich noch auf den Rücken skillen. Und dann hat man auch irgendwann, glaube ich, die Möglichkeit, sich trotz dessen, dass man voll ist, zu porten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir kommen von einem Scheißhaufen in den nächsten. Hier. Ich bin nicht hier. Ich will nur dieses Ziel entdecken. Wo ist das scheiß Ziel? Hier drüben ist... Ach gut, Neighbor ist es. Ah, okay, alles klar. Niemand da! Ich will nur, dass wir uns hier hin teleportieren können. Ich meine, man müsste rein. Leck mich doch im Ärmel. Dann entdecken wir jetzt halt den krassen Tower hier. Um uns dann dahin zu porten. Oh Gott, wir kämpften da. Jake Finch. Finch! Der Jake ist es!
Das ist der Sohn vom Finch. Was macht er hier? Jake, gegen wen schießt du da? Ach, sag bloß, das ist einfach nur ein Ding gewesen. Jake, was geht bei dir ab? Oh, mein Gott, wir kommen von einem scheiß Ding in den nächsten. Komm, die machen wir noch down. Der Jake ist einfach hier von der Finch Farm. Es ist unser Transporter. Ach so, ja. Wir müssen jetzt halt noch down gehen. Da ist noch einer. Komm. So. Ist jetzt endlich Ruh. So, haben wir es jetzt endlich geschafft hier. Ich fass es nicht. Komm. Ja, oh, da ist noch einer. Das ist alles noch einer, ne? So, ist es endlich rum hier, Monsieur Finch. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was machst du hier? Wo ist denn der jetzt hin? Ah, jo, das ist wirklich... Der ist einfach auf einem Transport gerade, auf dem Weg zu Tentacle Island wahrscheinlich. Und ist hier in Schwulitäten geraten. Krass. Ich erkunde jetzt halt, oder ich erkenne, finde noch kurz das Ding da vorne, dieses Gebäude. Und dann ist gut. Ja. Die Gunner haben wir schon gedödelt. Auf! Mass Fusion. Ach du Kacke, Gate, Vorsicht. Schnell speichern. Das hier, bitte, komm schon. Na also, Old Co. Oh, hallo. Denn eben kurzes Spiel hängt sich jetzt auf. Alter, wie sie diese Schüsse ausweichen, wie gekonnt. Nein. So, Kacknase. Au, oh, wer, was, warum? Oh Gott, was ist hier? Was ist hier los jetzt für die Kate? Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Was für ein Revoluzzer-Schwert hat sie da? Da! Ja, Pisser! Auf ihn zu rennen. Deine Mates wollen auch noch. Oh, scheiße. Ich kann nichts sehen. Tja, wenn die Augen brennen, kann man nicht so viel. Wie sind der jetzt da oben hingekommen? Wie ist das passiert? Ja, mach ich dir easy. Wie mach ich dir weg, Kate? So, ist jetzt endlich! Es ist noch jemand. Es ist. Ich mach dich jetzt sowas von down. Krass, wie lange dieses Buffout hält, ne? Hier. So. Seid ihr jetzt? Es sind immer noch welche da. Das fliegt mir aber echt gleich der Hut weg. Immer noch Gefahr! Nee. Jetzt gehen wir mal zurück hier, aber ganz schnell. Komm mit, Kate. Irgendwann ist auch gut. Irgendwann muss man auch einsehen, dass man genug gepimmelt hat und jetzt endlich mal einen Teleport nach Hause braucht. Ah! Hier ist der Ding! Hier, das ist der Freedom Trail. Das müssen wir uns merken, Old Corner Bookstore, weil ich den Anfang nicht gefunden habe vom Freedom Trail. So. Speichern. Erstmal feste... Nee. Feste speichern. Gottes Willen. Das waren doch jetzt bestimmt 15 Minuten nur Fight. Jetzt. Ganz gemütlich hier oben hin. Ja. Oh Gott, ich bin da reizsam. Warum bin ich jetzt am... Hä? Was war das jetzt? Auf einmal Bluthochdruck? Während der Reise? How is it even possible? How is it possible? Auf, Ladezeit, komm. Ich muss ins Bettchen, perfekt, ich merke gerade voll die Müdigkeit, das ist einfach herrlich. Buffout wirkt nicht mehr. So, alles weggegeben. Dann. Ich weiß. Mit dem, was? Mit den simpelsten Geistern willst du mich gerade ficken? Hey. Habe ich dir eigentlich irgendwas gegeben? Nein. Behalt aber dein Hemd an. Alter, was ist das für eine krasse Page, Mann? Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Wow. So, weg damit. Und. Weg damit. Und. Weg damit. Und jetzt. Zack. Zack. Ich muss die Taschen. Ja. Wieder nach deiner City.
Ja, du bist wieder nach Diamond City, hast schon recht. Verstärkt. So. Tiefe Taschen. Oh Leute, tiefe Taschen, habt ihr das gehört, habt ihr das gelesen? Ey, wir sind so krass. So. Nicht bleiverkleidet. Taschen. Bleiverkleidete Scheiße. So, Nano, im Helm kann man keine Taschen haben, aber können wir den noch... Nee. Der Anzug, können wir den jetzt ein bisschen bedasseln? Ja, wir können... Nee. Oder haben wir das? Aber wir haben es schon. Sehr gut. Jetzt haben wir nochmal schön hier Behandlung drauf geklüppelt. Und das war's. Zusätzliche Taschen. Jawohl. Wir haben da überall Taschen dran, ne? Wir müssten jetzt auch wieder laufen können. Genau. 335 war, glaube ich, auch unser Ausgangswert von vorhin. Das heißt, wir können jetzt... Achtung. Ah, das wird so chillig. Wir nehmen jetzt halt mal in Redaway. Ja. Halt die Augen offen. Auch wenn es voll Bescheid ist, aber egal. Wir pennen. So, sind so... wir haben mit Preston geschlafen. Oh, shit, dude. Preston, ich meine, du bist schon irgendwie erotisch und so, aber... Ich wollte eigentlich... Wo ist sie denn? Käthe, hä? Marcy. Ja, Marcy hätte ich auch genommen, wenn ich ehrlich bin. Naja. Wir können jetzt die Mods ablegen. Und zwar hier unten rein. So. Dann können wir... was können wir noch machen? Warum sind wir schon wieder so fett? Warum sind wir so fett? Was habe ich hier? Was ist es? So. Der Hauptgewinn. Ja, den Hauptgewinn. Dann Kelloggs Pistole weg. Genau, Kelloggs Pistole. So. Oder was war besser? 449, 468, 55. Genau, Kelloggs Pistole weg. Dann. Was haben wir noch? Powerfaust. Sieht geil aus. Weg damit. Die Reaper 2 ist ja unsere übliche Snipe. Unser Radiumgewehr. Flammen. Warum habe ich einen Flammenwerfer dabei? Scheiße auf Tommel bei Treffer. Weg damit. Unsere 10mm. Nice. Da ist. Ja, Vorschlaghammer. Genau, weg damit. Okay. Hier ist alles fertig. Dann hier. Wir haben eigentlich keine Bekleidung, die wir so noch rumtragen. Wie sieht es denn jetzt aus? 236, schon mal nicht schlecht, aber wir waren doch schon deutlich niedriger, oder? Ist es jetzt echt dieser Scheiß, klar, die ganzen Nuka-Colas, die wir noch weglegen können? So, das waren eben die Inkspots, falls ihr sie gehört habt. Blutbad können wir ablegen, dann Blutpaket können wir ablegen. Cram legen wir, glaube ich, immer ab. Ne? Hirnpilz können wir auch ablegen. Wiegt zwar nicht viel, aber immerhin Ebbes. So, Nuka-Cola Cherry, Nuka-Cola Quantum. Ach, das Ding. Teerbeere können wir weglegen. Das war's. 232. Warum noch so viel? Warum? Haben wir jetzt irgendeine ultra harte Wumme dabei, die sau schwer ist oder so? Eigentlich nicht, oder? Also wir haben schon extrem viele Waffen dabei, aber ich hätte schwören können, wir waren auf 200 gestanden. Ah, jetzt haben wir noch Schrott dabei. So, 230. Wir können jetzt immerhin ein bisschen was über 100 mitnehmen. Eigentlich können wir die Laserwaffe weglegen. Die hat da so gut wie gar keine Munition mehr, ne? Wir bräuchten nochmal. Wisst ihr, was wir auf jeden Fall brauchen? Aber das machen wir. Das machen wir dann drüben im anderen, auf unserer Hauptinsel. Und zwar bauen wir da jetzt... Wir müssen uns jetzt ein Häuschen oder einen kleinen Raum oder irgendwas aussuchen, wo wir uns auch nochmal aufstellen können mit Dingen, mit Waffen und so weiter, die wir grundsätzlich nutzen. Die Sachen, die jetzt in Sanctuary Hills liegen, ich weiß nicht, ob wir die jemals brauchen werden. Aber jetzt, wenn wir jetzt hier mal so eine Waffe ablegen wollen, die wir dann bald wieder benutzen wollen. Eigentlich immer nur, bevor die große Scheiße losgeht. Ja, hast schon recht. Das hier ist unser, das ist unsere Butze hier. Genau. Vielleicht, wir können das hier bestimmt abreißen, den Scheiß wegmachen und das Ding irgendwie da hinten hinstellen. Warte mal. So. Muss der da jetzt eigentlich irgendwelche Meth kochen oder was? Was ist hier los? Warum kochst du da jetzt vor dich hin? Habe ich dir das erlaubt, du Kacknase? Komm, das wäre so edel, wenn das hier irgendwie... Na also. So. Dann kommt hier unser Bettchen hin. Natürlich ein High-Class-Bett. Mittlerweile können wir davon ja sau viele bauen.
Das ist unser ganz privates Bettchen. Und bei Behälter, da waren wir eigentlich richtig. Machen wir jetzt hier so einen richtig schönen, ich weiß nicht, da ist so einen fetten, so eine fette Kiste. So eine Metallkiste, die steht hier so schräg. Und da drin ist dann, ja, zum Beispiel jetzt dieses Institutgewehr, weil ich glaube, das ist jetzt da so gut wie leer. Also wenn wir jetzt hier mal unsere Waffen durchgehen, dafür ist noch einiges. Geht. Achso, ja, 4 ist es nichts. Erst fürs Erste. Halt, warte. Ist nicht durchgeladen? Okay. So, und fertig. Und da ist unser Schlagdingens. Hier sind die Mollys ausgewählt. Und fertig ist der Lack. Wir können die Munitionskiste noch entfernen, weil wir Munition eh nie ablegen. So. Und den Werkzeugkasten können wir auch entfernen. Und die Messing, die Laterne können wir nicht wegmachen. Den Schrank. Haben wir den Schrank? Da ist ein Malpinsel drin. Ich mach den Schrank auch. Ach, obwohl, der verleiht dem Ganzen irgendwie ein bisschen Herz. Ja, okay, so weit, so gut. Eigentlich war es das dann fürs Erste. Da hinten ist wieder das Zeug, das schwebt, wenn wir den Rest noch nicht sehen können. Ich denke, das wäre es gewesen. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.